Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge der PES 18 Trainerkarriere. In der letzten Folge haben wir ja zwei eher knappere Spiele gehabt. Wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, rechts oben bei mir verlinkt. Haben aber gegen unseren Erzrivalen Borussia Dortmund gewonnen. Ich hoffe, ihr habt es alle gesehen. Wenn nicht, wie gesagt, Infokarte war es gerade verlinkt. Und jetzt spielen wir gegen Freiburg. Ich denke, ich wechsle jetzt nochmal ein bisschen durch. Und naja, dann haben wir eben ein bisschen eine längere Pause und ja, mal gucken. Jedenfalls habe ich die Aufstellung jetzt mal so gelassen. Die Spieler, die halt fitnesstechnisch gesehen nicht ganz hundertprozentig fit sind. Zum Beispiel das hier ist auch noch okay, aber wenn jetzt Robben oder so, die waren überhaupt nicht fit, da die habe ich jetzt mal rausgewechselt. Wir haben jetzt Müller drin, dafür spielt James Rodriguez hier auf der offensiven Mittelfeldposition, Müller eben rechts für Robben. Gabriel Jesus und Coman, das ist eigentlich ein komplett neuer Sturm. Und noch Tolisso für Thiago, denn Thiago ist auch immer ein bisschen, ja, kaputt. So, jetzt starten wir ins Spiel rein. Im Schwarzwaldstadion. Freiburg gegen Bayern, wir spielen auswärts. Und ja, mal gucken, wie es so läuft. Ich bin auch gespannt, Gabriel Jesus ist jetzt nicht allzu lange bei uns. Er spielt jetzt das zweite Saisonspiel und wird ja auch oftmals nur als Joker bzw. Einwechselspieler gebracht. Allerdings bin ich gespannt, wie er sich so in der Torjägerliste macht, ob er da wirklich noch ein paar andere überholen kann oder ob er da auf der Strecke bleibt, weil er jetzt eben erst zur Hälfte der Saison gekommen ist. Also reinstarten, let's go, mal gucken, wie das jetzt so läuft. Jawohl! 0-1, Thomas Müller in der 8. Spielminute. Ein bisschen reingewurschtelt. War jetzt nicht die schönste Aktion, aber Jesus ist halt in der Mitte jetzt nicht so der Kopfballstärkste. Da brauche ich für die Flanken dann doch eher Lewandowski oder jemand anderen. Aber er hat sich den Ball wieder geholt, Richtung Tor gebracht und ja, der Abpraller dann von Müller verwertet. Ja, hier wie gesagt, der Abpraller dann auf Müller und zack drin. 1-0, 8. Spielminute, weiter geht's. Oh, Vidal zum zweiten. Der zweite Schuss war grottig, der Kopfball nicht schlecht. Die Chance noch nicht vorbei. Kimmich in die Mitte, Vidal wieder zur Stelle und wieder hält der Torhüter, dessen Namen ich nicht weiß. Halbzeit. 0-1 für uns, für die Bayern, aber irgendwie ist das Spiel nicht geil. Also, Pässe, die sind irgendwie so richtig kacke. Ich will das gar nicht. Der spielt immer irgendwo dahin, wo ich nicht hinspielen will. Und irgendwie mag das Spiel mich gerade nicht. Oh! Der Schiri pfeift Elfer. Rot für Kimmich. Und Elfmeter für Freiburg. Hä? Der kann doch nicht nach Vorteil rot geben. Ich meine, ich habe ihn echt mies getroffen. Das war nicht so geplant, aber er kann doch nicht nach dem Vorteil dann rot geben. Richtig Schwein gehabt, dass der Ball nicht direkt reinging. Aber dann pfeift er irgendwie doch Elfer. Und der ist drin. 1-1, 51. Spielminute, unglücklich gelaufen. Wie gesagt, perfekt läuft's nicht. Aber wir sind doch deutlich die bessere Mannschaft. Vor allem der Anfang der zweiten Hälfte jetzt hat echt gut angefangen. Wir haben zwar noch nicht so lange gespielt, aber naja, Kimmich kriegt rot jetzt. Das ist richtig mies und der Elfer verwandelt zum 1-1. Jesus! Oh, zweimal Neuer, ganz stark. Robben und Ribéry kommen für Coman und Müller. Rot für Ribéry, das ist lächerlich. Das ist lächerlich. Klar bin ich gerade gefrustet und hab da voll gefoult. Aber das war doch keine rote Karte. Das ist nicht rot.
Das Spiel mag mich gerade echt nicht. Ich meine, ich mag das Spiel gerade nicht, weil ich gerade gefrustet bin, wie das läuft. Überhaupt nicht gut, nämlich. Ich habe jetzt auch Gabriel Jesus ausgewechselt, Lewandowski kam rein. Aber rot ist das auf keinen Fall gewesen. Jawohl! Topscorer Lewandowski bringt uns in Führung. Obwohl wir jetzt mit zwei Mann in Unterzahl sind. Scheiße ist das, das ist echt kacke. Ich wollte hier extra jetzt so ein Mischmasch aus erster und zweiter Elf ein bisschen spielen lassen. Damit im nächsten Spiel, was glaube ich wichtiger ist, da spielen wir, ich weiß nicht gegen wen, Leverkusen kann sein vielleicht. Dass wir da wirklich alle fit sind, bla bla bla. Jetzt muss ich hier Struggle haben, dass wir hier nicht verlieren. Und habe jetzt zwei rote Karten. Oh! James Rodriguez. Das war jetzt mal kein Seitfallzieher, sondern Rückfallzieher. Hey! Schick. Schickes Ding an die Latte. Weg damit. Und er pfeift. Zum 2:1 Sieg. Knapp wieder mal. Und scheiße natürlich, dass ich zwei rote Karten habe. Wie gerade schon gesagt, habe ich mir eher andersrum erhofft. Nicht so. Aber okay, kannst nichts machen, ist halt so. Immerhin haben wir gewonnen. Was eigentlich auch sehr positiv ist. Obwohl wir eben 1:1 durch den Elfer, durch rote Karte, zwei Spieler weniger, bla bla bla. Und wir haben es trotzdem geschafft. Ja, wir spielen glaube ich gegen Leverkusen Platz 9. Ist jetzt nicht ganz so tragisch, aber zwei rote Karten sind auch nicht geil. Muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben da glaube ich noch einen Verhandlungstag. Warum auch immer. Und Gabriel Jesus ist auf 85 gestiegen, okay. Verbessert sich hier direkt mal bei uns. Schließung des Transferfensters, okay, ja. Aber wir haben glaube ich keine Angebote mehr bekommen. Und ja, wir wollen auch keinen mehr kaufen. Von daher würde ich einfach mal sagen, weiter und wir überspringen das Ganze. Mannschaft des Monats, davon sind 5 Bayern-Spieler, alle links ein bisschen hier mehr. Alaba, Ribéry, Thiago und im Sturm Robben und Lewandowski. Also 5 Bayern-Spieler von 11 ist schon echt krass. Und wir spielen jetzt gegen Leverkusen zu Hause und danach habe ich glaube ich gesehen gegen Leipzig. Leipzig vielleicht? Wichtige Partie gegen Rivalen Leverkusen, okay, ja. Also ein Sieg erwartet der Uli Hoeneß. Danach spielen wir gegen Gladbach und dann gegen Leipzig. Und alles jetzt so richtig, jetzt 1. Februar, dann 4., dann 7., also in 7 Tagen 3 Spiele. Das ist ja richtig krass. Und beide sind für 3 Spiele gesperrt. Mega, mega mies. Aber gut, da kann man jetzt nichts machen. Rafinha wird spielen und mal gucken, wen wir links spielen lassen. Vielleicht James Rodriguez, wir gucken mal. So, also wie gesagt, wie schon angekündigt eigentlich, James Rodriguez spielt jetzt links und Rafinha hier einfach. Ansonsten bleibt aber alles gleich und ja, mal gucken, wie es jetzt läuft gegen Leverkusen. München gegen Bayern 04 Leverkusen. Bin wie gesagt mega gespannt, unser Chef Uli Hoeneß erwartet einen Sieg und ich bin wie gesagt jetzt gespannt, was hier jetzt auf dem Platz passiert, ob wir das umsetzen können oder nicht. Wir werden es sehen. Let's go. Halbzeit 0-0. Ich weiß nicht, was los ist, aber der Wurm ist einfach drin. Muss man ganz so, ganz ehrlich so sagen. Also irgendwas stimmt nicht. Der Knoten platzt aber nicht. Ich weiß nicht, was das ist. Wir können nicht so spielen wie die vorletzte Folge. Letzte Folge war ja schon ein bisschen komisch. Diese Folge geht so weiter. Gegen Freiburg haben wir einen Sieg geholt. Ich hoffe, dass wir es gegen Leverkusen auch schaffen. So knapp es auch ist. Aber so richtig spielen wir nicht. Es ist so Mittelfeld und hin und her und keiner hat eine Idee. Und wenn man eine Idee hat, dann klappt's nicht und was weiß ich. Also es ist echt ganz, ganz komisch und weiß nicht. Ist echt der Wurm einfach drin. Oh!
Oh, und dann auch noch Pech. Was heißt Pech? Der Torwart hat halt gut gehalten, aber so ein Ding, das ist eine hundertprozentige, die nicht reingeht. Erster Wechsel, Thiago geht, Tolisso kommt. Werden später wahrscheinlich nochmal wechseln. Ja! 1-0, 68. James Rodriguez. Endlich der erste Treffer. So lange hat es gedauert. So viel Mühe habe ich mir gegeben. Endlich ist es soweit. Endlich macht es Klick und endlich das Tor. Aber ich bezweifle es, dass es jetzt gut weitergeht. Ich denke eher, dass wir hier bangen müssen, dass wir dieses 1-0 hier mit nach Hause nehmen dürfen. Beziehungsweise spielen wir daheim. Ne? mal gucken. Weg damit. Jetzt bringt der Wechsel auch nicht mehr viel, aber wenn der Ball halt nie im Auslandet. Gabriel Jesus kommt für Lewandowski und Javi Martinez für Boateng. Jawohl! Sack zugemacht, Deckel drauf. Das war die schönste Szene des Spiels. Das war die schönste Szene der Folge, der letzten zwei Folgen. Gabriel Jesus, gerade eingewechselt. Ich dachte, es bringt jetzt eh nichts mehr, weil es schon so kurz vor Abpfiff ist. Der Pass von Robben auch nicht ganz perfekt gespielt, dachte ich. Aber hab dann gemerkt, hey, der kommt da echt hin, der ist noch so fit. Und macht das dann echt cool. Und trifft zum 2-0 für die Bayern. Ha. Aus. 2-0. Wir können gewinnen. Sogar zu 0. Zwei Tore noch gemacht. Aber, ja. Geil ist es trotzdem nicht. Irgendwie hapert so ein bisschen. Naja. Okay. Mal gucken, wie es in der nächsten Folge ist. Das war's auf jeden Fall von dieser Folge. Wir blicken jetzt nochmal auf die anderen Ergebnisse. Ich merke gerade, dass ich die vorhin gar nicht vorgelesen habe. Tut mir leid. Bayern Leverkusen 2-0, Hertha Frankfurt 2-0, Freiburg Dortmund 2-2, Hannover gegen Schalke 0-3, Köln gegen Gladbach 2-0, Bremen gegen Augsburg 1-1, Wolfsburg gegen Leipzig 1-0, Mainz gegen Hamburg 2-2 und Stuttgart gegen Hoffenheim 4-1. So, wir haben jetzt einen Vorsprung von 13 Punkten, jetzt muss ich erstmal rechnen, von 13 Punkten auf Schalke auf Platz 2 und ja, ist nicht schlecht, ist nicht übel. Nächste Folge spielen wir jetzt dann gegen Gladbach und Leipzig, Platz 3 und 4. Das wird spannend, ich bin echt gespannt, ob das was wird. In dem momentanen Zustand, wie wir spielen, ist das vielleicht ein bisschen kritisch. Vor allem, weil ich ja jetzt auch direkt weiter aufnehme, also keinen Tag Pause oder paar Stunden, sondern direkt gnadenlos weiter. Gut, ich würde sagen, Arjen Robben sehen wir hier nochmal. Maestro bekommt irgendwie einen neuen Rang oder wie nennt man das? Keine Ahnung. Okay, ich würde sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao.